So, hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit meinem Rille Bulldog Umbau als Crawler. Was habe ich gemacht? Ich habe alle zwei Differentiale sowie vorne, also die vordere und hintere Achse, gesperrt und das Getriebe von Axial SCX10 Alu Edition verbaut von Marke Rille. So, dann machen wir mal auf. So sieht das jetzt aus. Drehe ich mal Arm um. So kann man sehen. Da ist das Getriebe. Vorne und hinten sind original Kardanwellen. Vorne Achse hat ja diesen Knochen. Der sitzt noch drin und hinten ist ja Plastik-Teleskop-Kardanwelle. Ich möchte das erstmal so testen und dann, wenn was kaputt geht, dann wechsle ich auf Stahl-Kardanwellen. So, Differenziale sind auch gesperrt. Oh, jetzt schlecht sehen. Vorderachse. Hinterachse. Die Differenziale habe ich gesperrt mit Difflocker von Axial. Hier ist die Artikelnummer. Hinten passt wunderbar. Muss man nur halt diesen Deckel abmachen und die Wellen rausziehen. Difflocker, Differential, Zahnräder ausbauen und wieder rein. Machen. Vorderachse habe ich genauso gemacht, komplett ausgebaut, Differential, Räder alle ausgebaut, habe ich da auch Difflocker reingemacht und dann dieser, ich habe vergessen, wie die heißen, die, wo die Kardanwelle reingesteckt wird in Differential, die einfach reinstecken, die fallen nicht raus. Habe schon getestet, passiert nichts. So, was habe ich noch gemacht? Für die Getriebe musste ich neue Positionlöcher bohren. So, die drei Stück. Normalerweise vier, aber mit drei hält es auch. Und das war's. Musst du noch ein bisschen was ausschneiden an der Bodenplatte, damit das Getriebe mit dem Motor passend sitzt. Als nächstes werde ich noch ein bisschen an der Karosserie was machen. Nur Optik vielleicht mal anders lackieren, ein bisschen Netze drauf machen und das war's. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.